Meine Mandantin hatte bereits im Jahr 2008 Unterlagen zu Adolf Eichmann und den Vorgängen rund um seine Entführung beantragt beim Bundesnachrichtendienst und auch im Jahr 2011 vom Bundesverwaltungsgericht eine Vielzahl von Unterlagen bekommen, die der BND zunächst nicht rausgeben hatte wollen. Nun haben wir den Antrag erneut gestellt im Juni 2020 und der Bundesnachrichtendienst versucht jetzt mit neuen Argumenten die Herausgabe zum großen Teil zu verhindern. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn wir zumal aus so lange zurückliegender Zeit noch Geheimnisse um das, wie es wirklich gewesen ist, machen, weil es uns letztendlich das Leben erschwert, wenn wir heute mit den Folgen umgehen wollen. Mit Taschenspielertricks versuchen gerade Bundesnachrichtendienst und Kanzleramt, ihre Akten dem Zugriff der Öffentlichkeit zu entziehen. Ohne die zeitliche Begrenzung von maximal 60 Jahren, wie es im Gesetz steht. Für alle Ewigkeit. Dokumente von 1958 werden bis mindestens 2042 für streng geheim erklärt. In den Medien ist davon nichts zu lesen oder zu hören. Deutschland hat nur ein armseliges IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, verabschiedet im September 2005 von der rot-grünen Koalition. Armselig, weil es keineswegs den Zugang zu historischen Dokumenten ermöglicht, sondern zahlreiche Ausnahmen auflistet. So gewährt es den Geheimdiensten eine Bereichsausnahme und befreit sie damit von der Auskunftspflicht. Also da, wo es interessant wird, will man Bürger und Forscher nicht ranlassen. 2 Monate nach der Verabschiedung des IFG zog Angela Merkel in das Kanzleramt ein. Und seitdem ging es mit der demokratischen Transparenz noch weiter bergab. Jetzt will sie sogar Geheimhaltung bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zementieren, durch interne Anweisungen im Hinterzimmer fabriziert. Die parlamentarische Opposition schweigt oder hat vielleicht noch nicht mitbekommen, was im Gange ist. Ich arbeite seit Ende der 70er Jahre als Journalistin. In den USA habe ich oft das Freedom of Information Act bemüht, um an Informationen zu kommen. Unter deutschen Journalisten war es nicht üblich, offizielle Anfragen zu stellen, jedenfalls nicht, um an Informationen zu gelangen, sondern allenfalls, um sich juristisch abzusichern. Seit 1988 haben wir ein Bundesarchivgesetz. Alle Bundesbehörden sollten dorthin ihre nicht mehr benötigten Akten abgeben, wo sie auch Forscher einsehen könnten. Doch Rechercheure verirrten sich selten nach Koblenz und forderten ihren Rechtsanspruch auf Informationen ein, schon gar nicht gerichtlich. Ein Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht dauert Jahre und Redaktionsschluss ist heute. Aber es gab Redakteure, die einen guten Draht zu den Nachrichtendiensten hatten. Man dachte damals, von dort kämen Top-Informationen. Heute, nachdem ich diese ganzen Bände gelesen habe, weiß ich, dass es umgekehrt war. Über ihre Verbindungsleute steuerten die Dienste die Berichterstattung. Seit vielen Jahren recherchiere ich die Entführung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann im Mai 1960 aus Argentinien, angeblich durch den Mossad. Sie war Thema im UN-Sicherheitsrat und beeinflusste die Diskussion um die Menschenrechte in der ganzen Welt. Und Menschenrechte und historische Wahrheit gehören zusammen, sollte man meinen. Ein Jahr nach Inkrafttreten des IFG fragte ich beim Kanzleramt wegen Unterlagen über Eichmann nach. Negativ. Ein Jahr später klopfte ich beim Bundesnachrichtendienst an. Der BND antwortete, mit der Arroganz der Macht. Schließlich hatte er gerade die Bereichsausnahme im IFG festschreiben lassen. Jawohl, teilte er mir breitbeinig mit, er habe dazu 4000 Blatt. Aber niemals würde ich sie bekommen. Es gibt die Befürchtung, dass Informationen auch dem Renommee einer Behörde schaden könnten. Und dann gibt es natürlich
Angst, Befürchtungen in Bezug auf viel Arbeit, die dahinter steckt. Archivierung ist ja aus Sicht von Behörden zunächst mal eine Folgelast, die nicht sein müsste, weil der eigentliche Arbeitsauftrag einer Behörde mit der Beendigung des Vorgangs, der Vorgänge zu Ende ist. Dann nochmal Mühe investieren zu müssen in die Archivierung, also in die Anbietung und in die Übergabe an das Bundesarchiv, das ist schon kein geringer Aufwand, das möchte ich konzidieren. Aber es ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aufwand, der zu leisten ist, sonst würden sich Staaten keine Archive halten insgesamt. Also Archive sind nicht nur demokratisch, sie sind auch verwaltungsmäßig ein Mehrwert. Kann man das so interpretieren? Das sind erstens wollen sie Peinlichkeiten verhindern und zweitens sind sie faule Säcke, auf Deutsch gesagt. Also faule Säcke, das möchte ich, also so möchte ich das jetzt nicht zitiert wissen, die Kolleginnen und Kollegen als faul zu bezeichnen, die ihre Arbeitszeit ja auch nur einmal haben und die sich zunächst ihren eigenen amtlichen Aufgaben zuwenden möchten und für die das eine Kollateralbelastung ist, dann Altakten an ein Archiv abgeben zu müssen. 2009 erhob ich Klage und stützte mich auf das Bundesarchivgesetz, das keine Bereichsausnahme kennt. Jedenfalls damals nicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellte klar, dass der Geheimdienst nicht pauschal Akten verweigern dürfe. So bekam ich aus Pullach einige Bände, viel war kaum zu entziffern, so schlecht waren die Kopien. Ganze Seiten waren geschwärzt und Passagen gestrichen worden. Das Kanzleramt sprang dem BND zur Seite und verfasste eine Sperrerklärung für das, was der Dienst auf keinen Fall herausgeben wollte. Die Vorlage der Akten würde dem Wohl des Bundes Nachteile bereiten. Herausgeber eines größten Teils der Unterlagen sind ausländische Stellen, die bislang nicht veröffentlicht wurden. Wenn sich der BND darüber hinwegsetzen würde, hätte dies für die Zusammenarbeit mit ausländischen Sicherheitsbehörden negative Konsequenzen. Und weiter. Das streitgegenständliche Archivgut unterliegt nicht der 30-jährigen Schutzfrist. Vielmehr gilt die 60-jährige Schutzfrist. Die Verwaltung kann eine Akte bis zu 30 Jahre geheim halten. Danach ist sie offenzulegen. Nur in begründeten Einzelfällen darf diese Frist einmal um 30 Jahre verlängert werden. Das Kanzleramt bestand auf den 60 Jahren für die Eichmann-Akten. Mit ausländischen Sicherheitsbehörden war der Mossad gemeint. Der hat sich in seine Fabel verliebt, in aller Welt Nazis gesucht und den Kriegsverbrecher heldenhaft entführt zu haben. Und die Kanzlerin will es sich mit dem Mossad nicht verderben und Dokumente herausgeben, die diese Fake News widerlegen. In Israel sind die Eichmann-Akten gerade aus den Archiven entfernt worden. Verschwunden, meldete die Tageszeitung Haaretz. Ich rief den Fachsenat des Bundesverwaltungsgerichts an. Ausgewählte Richter, die ohne die Prozessbeteiligten die in Frage stehenden Dokumente einsehen und entscheiden, ob ihre Veröffentlichung wirklich lebenswichtige Belange der Bundesrepublik bedroht. Sie entschieden 2011. Die Verweigerung sei rechtswidrig. Die meisten Dokumente, die detailliert aufgelistet wurden, müssen vorgelegt werden. Das Urteil war ein Erfolg. Es eröffnete allen Bürgern den Rechtsweg zu den historischen Akten der Geheimdienste. Auch die jüdische Gemeinde in Buenos Aires hatte dem Gericht mitgeteilt, dass die Wahrheit ans Licht müsse. Für das Kanzleramt bedrohte der Richterspruch seine Deutungshoheit der Geschichte. Information ist Macht und die soll offenbar nicht vom Volk ausgehen. Brav novellierte die Große Koalition 2017 das Bundesarchivgesetz. Dort heißt es jetzt in Paragraph 6: Unterlagen der Nachrichtendienste sind dem Bundesarchiv anzubieten, wenn die deren Verfügungsberechtigung unterliegen und zwingende Gründe des nachrichtendienstlichen Quellen- und Methodenschutzes einer Abgabe nicht entgegenstehen. Der Bundesnachrichtendienst versteht den neu geschaffenen § 6 Absatz 1 Satz 2 so, dass er ab sofort
keinerlei Unterlagen mehr dem Bundesarchiv anbieten muss, wenn er Gründe dafür findet, dass diese Unterlagen nicht anbietungspflichtig sind. Und Gründe findet der BND natürlich immer. Es kann ja niemand kontrollieren. Das sehe ich nicht so. Das Bundesarchivgesetz in der Fassung von 2017 nimmt bestimmte Unterlagen in Bezug auf die Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern der Bundesverwaltung und dann in den Bereich Quellenschutz von der Anbietungspflicht aus. Aber ich kann aus dieser Novellierung von 2017 keine generelle Bereichsausnahme des BND in Bezug auf die Anbietung von nicht mehr benötigten Unterlagen an das Bundesarchiv herauslesen. Wenn der BND das so sieht, ist das nach meinem Dafürhalten keine korrekte Auslegung des Bundesarchivgesetzes. Fest steht, der Paragraph regelt das Verhältnis zwischen Bundesarchiv und Geheimdienst, nicht die Ansprüche der Öffentlichkeit. Hier bleibt abzuwarten, was die Gerichte dazu sagen werden. Im Juni 2020 beantragte ich erneut die kompletten und ungeschwärzten Eichmann-Akten des BND. Die Registriernummern besitze ich ja. Nach 60 Jahren gibt es keine Geheimhaltung mehr. Nach dem Gesetz jedenfalls nicht. Der BND weiß, dass ich den Rechtsweg nicht scheue. Also schickte er mir 4 Bände, in denen einige, 2010 noch geschwärzte, Dokumente nun offen sind. Ansonsten hält man an der Geheimhaltung fest. Eine Veröffentlichung schade dem Wohl des Bundes und verrate die Methoden des Dienstes. Das ist also eine Regelung, ist die hier ausschließlich das Verhältnis zwischen der abgebenden Behörde, Geheimdienst, Bundesnachrichtendienst und dem Bundesarchiv regelt, nicht aber das Verhältnis zwischen dem Nutzung beantragenden Bürger und dem Bundesarchiv bzw. seinen Anspruch auf die Unterlagen eingrenzen kann. Dafür spricht auch, dass grundsätzlich das sogenannte Zitiergebot im Grundgesetz vorsieht, dass wenn ein solch wichtiger Anspruch eines Bürgers, wie der in Artikel 5 Grundgesetz mitgeregelte Anspruch auf Transparenz, auf Informationsrecht der Presse, des Bürgers, eingeschränkt wird, wie das hier nach Auffassung des Bundesnachrichtendienstes durch § 6 sein soll, dann muss eben in der entsprechenden Norm auch genannt werden, dass hier damit das Grundrecht eingeschränkt wird. Und das ist an der Stelle nicht erfolgt. Schon aus dem Grunde kann man die Vorschrift in § 6 Absatz 1 Satz 2 für verfassungswidrig halten. Der BND verweist auf die Verschlusssachenanweisung, die VSA, um Geheimhaltung bis in alle Ewigkeiten durchzusetzen. Doch das neue Bundesarchivgesetz bezieht sich auf die VSA von 2006 und die spricht zu den Sperrfristen eine klare Sprache. Die Einstufung als Verschlusssache ist nach 30 Jahren aufgehoben. Die Frist kann um höchstens 30 Jahre verlängert werden. Das sind nach Adam Riese 60 Jahre maximal. Verwaltungsvorschriften wie die VSA sind interne Anordnungen. Im Gegensatz zu einem Gesetz besitzen sie keine demokratische Legitimation. Doch selbst die neue VS-Anweisung erlaubt an keiner Stelle die unbefristete Geheimhaltung. Sie spricht von einer Verlängerung. Es gibt aber nach dem Inkrafttreten des Bundesarchivgesetzes im März 2017 eine neue VSA. Vielleicht ist es ein formaler Fehler, sich nicht auf die VSA in der jeweils geltenden Fassung zu beziehen. Das wäre vielleicht gesetzestechnisch im Bundesarchivgesetz dann korrekter gewesen. Aber der Geist der Regelung ist natürlich, sich an die geltende VSA zu halten und nicht immer nur auf die VSA von 2006 zu beziehen. Und vor diesem Hintergrund gibt es für uns da gar keinen Ermessensspielraum, zumindest aus meiner Sicht nicht. Also ich habe auch die VSA von 2018, da ist dieser Satz, höchstens 30 Jahre verlängert werden, nicht mehr drin, das ist richtig. Aber es steht auch nirgendwo drin, dass es hier eine Verlängerung auf Ewigkeiten geben kann. Naja, also ewig steht nirgendwo drin, sondern es steht drin, solange ein Schutzbedarf besteht. Das Bundeskanzleramt macht das durch einen Trick, indem es sich auf § 6 Absatz 1 Satz 1 Bundesarchivgesetz beruft,
in dem bestimmte Unterlagen, die Geheimhaltungsvorschriften des Bundes unterliegen, plötzlich nicht mehr herausgegeben werden sollen. Zu diesen Geheimhaltungsvorschriften zählt das Bundeskanzleramt auch die Verschlusssachenanweisung. Verschlusssachenanweisung ist eine Verwaltungsvorschrift, die sich A, eigentlich nicht an den Bürger, auch das Verhältnis, habe ich einen Nutzungsanspruch oder nicht, richtet, sondern eine behördeninterne Regelung trifft und die im Übrigen im Rahmen der Normenhierarchie auf dem untersten Niveau ist. Ja, also wir haben vielleicht, um das kurz zu erklären, Verwaltungsvorschriften, die behördeninterne Vorgänge regeln, die nicht so wichtig sind, die auch sehr einfach verabschiedet werden können. Dann haben wir Gesetze, dann haben wir andere Normen, die da noch drüber stehen, insbesondere die Verfassung oder europäische Konventionen. Und eine Verschlusssachenanweisung ist erstmal gar nichts. Ja, und man versucht nun also durch das Berufen auf eine Verschlusssachenanweisung, eine Verwaltungsvorschrift, die im Rahmen der Normenhierarchie ganz unten auf unterster Ebene steht, den Zugang zu Akten zu verwehren. Und das kann nicht sein. Das Bundesarchiv, das Gedächtnis der Nation, steht unter Druck. Einerseits will es die Akten komplett bei sich haben, um die Geschichte umfassend und wahrheitsgemäß zu dokumentieren. Aber es hängt von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ab und die vom Kanzleramt. Es muss Weisungen befolgen. Das Kanzleramt hatte von mir beantragte Unterlagen aus den 50er Jahren an das Bundesarchiv geschickt, darunter Verschlusssachen. Die wurden mir in Koblenz nicht komplett vorgelegt. Es ging darin um die Rolle der neu gegründeten Bundeswehr in der NATO und die Abrüstungsvorschläge aus der Sowjetunion. In den Akten fand ich stattdessen Entnahmeblätter, die die Geheimhaltung über die 60-Jahresfrist verfügten. 2042 wolle man erneut prüfen, also mindestens 84 Jahre nach Erstellung des Dokuments. Die Rechtslage ist nach wie vor so, dass Unterlagen, die Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, grundsätzlich nach den Regeln des Bundesarchivgesetzes nach 60 Jahren frei zugänglich sind. Aber die Gesetzeslage sieht derzeit vor, dass die Regeln der Verschlusssachenanweisung anzuwenden sind. Und die Verschlusssachenanweisung sieht in besonderen Ausnahmefällen in § 17 vor, dass Prolongationen, also Verlängerungen der Schutzfrist über diese längste Frist von 60 Jahren hinaus erfolgen können. Und das ist eine Entscheidung, die ausschließlich in die Befugnis der herausgebenden Stelle, also in dem Fall dann des Bundeskanzleramtes, fällt. Und das ist eine Entscheidung, die wir einzuholen haben und der wir uns dann auch zu beugen haben. Nun aber zu den neuen Akten, die mir der BND 2020 geschickt hatte. Neu in Gänsefüßchen, denn es sind ja dieselben Bände, die ich bereits vor 10 Jahren bekommen hatte, damals weitgehend geschwärzt. Auffallend ist, dass Passagen, die 2010 offen waren, heute, 10 Jahre später, plötzlich geheim sind. So das Dokument vom 20. Oktober 1960. Streng geheim. Es betrifft die Unterredungen des Eichmann-Anwalts Robert Servatius mit seinem Mandanten in israelischer Haft. 2010 konnte ich dort lesen: Wenn auch versucht wurde, die Quelle zu verschleiern, so ist doch klar, dass die Feststellungen nur in einem ganz eng begrenzten Kreis von wenigen Personen gewonnen werden konnten. 10 Jahre später war dieser Absatz geschwärzt. Irgendwie ist die Gefahr für das Wohl der Bundesrepublik mit den Jahren gewaltig gewachsen. Die Papiere beweisen, was sich kritische Geister ohnehin zusammengereimt hatten und dafür oft genug als Verschwörungstheoretiker beschimpft worden waren. Etwa, dass der Geheimdienst sowohl mit dem Anwalt als auch mit Mitarbeitern seiner Kanzlei engsten Kontakt hielt, die Prozessstrategie bestimmte und für die Finanzierung des Mandats sorgte. 2011 hatte das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Verweigerung der vollständigen und ungeschwärzten Aktenvorlagen durch das beigeladene Bundeskanzleramt rechtswidrig ist. Der BND hält diese Unterlagen trotz des Richterspruchs weiterhin geheim. Das Kanzleramt hält ihm den Rücken frei.
Dokument 2007 beschreibt die Beeinflussung der Prozessführung in Jerusalem. Der BND besaß Kopien aus der Anwaltsakte. Laut Dokument 2075 wollte der BND verhindern, dass Eichmann nach seiner Verurteilung in Israel an Polen ausgeliefert würde. Es herrschte der Kalte Krieg und von Polen war keine Zusammenarbeit wie mit dem Mossad zu erwarten, der die Deutschen über jedes Detail informierte. Dokument 2139 sollte nach dem Willen der Richter ohne Schwärzungen vorgelegt werden. Nach dem Willen des BND wird weiterhin geschwärzt. Es ging um eine geplante Veröffentlichung der Zeitschrift Revue. Laut Dokument 2165 wollten BND und Kanzleramt unbedingt vermeiden, dass vor Gericht der Name von Hans Globke fiel, hoher Ministerialbeamter in Hitlers Reichsinnenministerium und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, dann Staatssekretär im Kanzleramt und rechte Hand von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Servatius hatte Globkes Ladung beantragt. Der BND verhinderte dies mit israelischer Hilfe. Er hatte seinen Antrag bereits mit dem israelischen Generalstaatsanwalt Hausner besprochen. Hausner erklärte, die Verteidigung möge den Zeugen doch, wenn irgend möglich, in der Bundesrepublik vernehmen. Der Anwalt sprach mit seinem Mandanten über das Plädoyer, so wie mit Pullach vereinbart. Das Schlusswort von Eichmann, von dem ebenfalls Abschrift beiliegt, enthielt ursprünglich den Namen von Globke. Auf Veranlassung von Servatius wurde dieser Name herausgestrichen und von ihm im Schlusswort nicht mehr erwähnt. Einige Dokumente, die der Fachsenat 2010 als geheim eingestuft hatte, liegen jetzt vor und man fragt sich, wie diese obersten Richter zu ihrem Urteil gekommen waren, dass sie den Bestand der Bundesrepublik gefährden würden. Da sind die Vermerke über die Kontakte in deutsche Redaktionsstuben, von wem der BND beim Stern oder der Revue Informationen erhielt. V7396 erhielt am 8. März den Anruf des Chefredakteurs der Revue. Dieser erklärte, der Mitarbeiter der Revue sammle Material zu einer Veröffentlichung. Die Redaktion habe Informationen darüber, dass Eichmann in den Besprechungen mit Servatius die heute noch lebenden Mitverantwortlichen nenne, unter ihnen Sixt, Wesenmeier, Rademacher und Globke, die alle nicht weniger verantwortlich als er Befehle ausgeführt hätten. Ein V-Mann meldete, dass die ägyptische Regierung bereit sei, für die Verteidigungskosten aufzukommen. Das Geld sollte über François Genoux fließen, einen Verleger in Genf, der die Verwertungsrechte an den Schriften Hitlers, Goebbels und Görings hielt und mit den BND-Agenten verhandelte. Anfangs war nicht klar, wer Eichmann verteidigen würde. Im Gespräch war der Münchner Anwalt Seidel, der Hitlers Schwester vertrat. Der ägyptischen Regierung gehe es nicht um die Verteidigung Eichmanns, der sei ohne Zweifel ein Verbrecher. Präsident Gamal Abdel Nasser wolle den Prozess zum Anlass nehmen, über Verbrechen Israels zu sprechen. Am Ende erhielt Servatius das Mandat und mit seiner Kanzlei sprach der BND alle prozessualen Schritte ab. So verfiel der BND auf die Idee, dass sich Eichmann vor Gericht als Kommunist bezeichnen sollte. Der ließ sich darauf ein und diktierte aus der Haft einen Brief an seinen Bruder, den der Anwalt übergeben sollte, berichtete V-Mann 7396. Servatius übergab mir den gesamten Brief. Beide waren wir uns darüber einig, dass die Parteinahme Adolf Eichmanns für den Osten ein Politikum ersten Ranges darstellte. Ich erklärte Servatius, dass er es auf keinen Fall den provinziellen Familienmitgliedern überlassen könne, zu entscheiden, ob dieser Teil des Briefes veröffentlicht werden soll oder nicht. Auf meinen Vorschlag wurde der Brief von mir abgeschrieben und die Erklärung für den Osten zurückgehalten. Nur 2/3 des Briefes sind von Servatius dem Bruder in meiner Gegenwart übergeben worden.
Der BND finanzierte die Verteidigung des Kriegsverbrechers, hörte Telefone ab und verletzte das Brief- und Anwaltsgeheimnis. Er bespitzelte das Münchner Eichmann-Komitee, in dem SPD-Politiker saßen. Das war Amtsmissbrauch und dem Auslandsnachrichtendienst verboten. Das mag Jahrzehnte später der CDU und CSU peinlich sein und zu einer öffentlichen Diskussion über Sinn und Kontrolle der Dienste führen. Von einer Gefährdung der Republik ist es Lichtjahre entfernt. In einer Demokratie hätten diese Akten zu keinem Zeitpunkt geheim sein dürfen. Sie müssen jetzt offengelegt werden. 30 Jahre Sperrfrist sind eine lange Zeit, 60 Jahre viel zu lang. Das gilt für die BND-Akten und für alle anderen Akten. Und jetzt wollen die Dienste ihre Unterlagen für alle Ewigkeiten verstecken. Das sollte sich die zivile Gesellschaft nicht gefallen lassen. 60 Jahren alle Unterlagen ans Licht gehören, würden damit ausgehebelt. Und das kann einfach nicht sein. Wären Unterlagen der Nachrichtendienste der demokratischen Kontrolle durch die Presse, durch die Forschung vollkommen entzogen. Das heißt, es gäbe keine Möglichkeit mehr, Vorgänge, die bei den Nachrichtendiensten stattgefunden haben, wirksam zu kontrollieren, zu überwachen. Und das auch eben dann viele, viele Jahre später nicht. Also die grundsätzlichen Sperrfristen, die regeln, dass nach einer bestimmten Zeit, nämlich aller spätestens nach 60 Jahren, alle Unterlagen ans Licht gehören, würden damit ausgehebelt. Und das kann einfach nicht sein. Ich halte es gleichzeitig für einen ganz wichtigen Akt, so wie Fritz Bauer das mal gesagt hat, also aufzuräumen im eigenen Nest ist nicht Nestbeschmutzung, sondern es ist eben Aufräumen des Nestes.